So, da bin ich wieder. Diesmal habe ich einen neuen Drachen. Eine nur 2 Meter breite Lenkmatte in Rot-Weiß. Und dies ist der erste Start. Befestigt habe ich sie erstmal mit meinem Rucksack und mit den Taschen, die ich habe. Und jetzt schaue ich mal, ob ich den Drachen hochkriege. Oh, super. Ja, Wind ist jetzt nicht so doll. Heute sollen es eigentlich 4 bis 6 sein. Schön ist auf jeden Fall die Matte. Oh, da oben ist Flaute. Ah, geht. Schauen wir mal. Aber Wind ist gerade ganz dünne. Lassen wir den erstmal wieder runter. Okay. Läuft. Das war der erste Versuch. Selbst der Pirat hat heute leichte Zicken, weil der Wind so zwischendurch mal nachlässt. Und ich kümmere mich wieder um meine rot-weiße Matte. Ja, das sieht ja schon richtig gut aus. Drei. Und noch einen vierten. Und wieder zurück. Ja, fliegen jetzt beide zusammen? Ich glaube ja. Nee, doch nicht. Ja, 2 habe ich noch. 1, 2. Und sie ist wieder frei. Da hinten ist auch einer am Flattern. Mit einer grünen Matte. Da war ich ein bisschen zu eifrig. Ah, der hängt sich auch ganz gut im Wind. Ah, der Wind ist aber auch jetzt wieder ganz schön am Wechseln. So, einmal bitte eine Linie. Oh, kommt Wind ein bisschen noch. Jawohl. Jetzt rechts rum. Jetzt wieder links. Hoch. Und 2 links und links. Und nochmal 2, 1, 2 und wieder hoch. Los, Matte, sieh zu.
So, ein bisschen Speed aufnehmen. Und warm wird einem da ganz schön. So, wo ist mein Wind? Ja, vom Nachbarn, der Grüne, ist auch wieder abgegangen. Der ist jetzt auch unten. Das ist schon blöd, wenn der Wind so nachlässt plötzlich. Und man das Windfenster verlassen hat. Ach, jetzt habe ich den beinahe einen Fehler gemacht. Sehr gut wieder gerettet. Was war das denn? Ey? So, ein Looping schon mal raus. Ich muss immer noch aufpassen, dass ich meine Arme nicht kreuze. Muss kommen. Kann ja nicht sein hier. Wo ist mein Wind? So, da ist er wieder. Oh, und jetzt die drei Loopings wieder raus. Eins, zwei, drei. Und frei. Super, die. Ja, jetzt ist der Wind wieder da. Es kann aber auch sein, dass er jetzt durch die vier Drehungen in der Leine nicht so schön war. Das muss ich noch herausfinden. Das Coole ist, mein Nachbar da mit dem grünen Drachen, der ist auch mit dem Fahrrad hier. So mache ich das ja auch. Drachen in den Rucksack rein. Oh, jetzt lässt der Wind nach. Oh. Komm, fang dich wieder. So nicht, Freundchen. Geh schön wieder hoch. Ich mache das ja auch so. Drachen in den Rucksack rein. Zack, aufs Fahrrad geschmissen. Und dann ab an den Spot fahren. Entweder hier oder da. Oder mit dem Zug irgendwo hinfahren. An der Nordseeküste. Immer da, wo der Wind gerade ist. Vorher kurz checken auf der Windy-App. Und dann geht das los. Ja, cool. Das macht richtig Spaß. Jetzt kommt Wind. Eins, zwei. Aha, da ist der Wind. Drei, vier, fünf. Eins, zwei. Und wieder hoch. Drei. Und wieder hoch. Vier. Und fünf. Ja, sehr schön. So, jetzt einmal landen. Fertig. Das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Da bin ich wieder. So, ich fliege jetzt mal ein Quadrat. Rechts rum. Sit. Gut, ein Quadrat war eher ein Rechteck. Aber egal. Und wieder hoch. Kommst du wohl? Links rum. Sit. Frei. Also wenn sie frei ist, fliegt sie definitiv agiler, kräftiger. Rechts rum.
links rum. Nochmal. Und nochmal. Und wieder zurück. Eins, zwei und drei. Und noch ein. Zack, frei ist er. Rechts rum. Ah, jetzt ist es eher ein Quadrat. Oder ein Kreis. So, hoch mit dir. Und ein bisschen freier machen. Komm, einen noch. Der Nachbar da hat auch schöne Spirenzchen. Aber ich muss mich jetzt um meine eigene Matte kümmern hier. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich mache die Kamera doch noch mal an. Also jetzt zieht die mich hier fast von der Wiese. Und ich habe die Jacke immer noch an. Aber er ist schon so warm. Eins, zwei, drei, vier. Und fünf. Und sechs. Ja, und wieder zurück. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. So, jetzt ist aber Schluss. Ich hab's geschafft, ich hab die Jacke aus. Und jetzt kommt der Wind auch mal richtig schön. Jawohl, das macht Spaß. Und hinter mir pfeifen die anderen Drachen, wenn die ihre Loopings machen. Das ist schon cool. Schön, wenn man nicht alleine auf so einer Wiese steht. Runter und hoch. Ja, da oben hat er aber richtig Biss heute. Aber wo will der nur hin, ey? Also ich habe das Gefühl, dass ich gleich abhebe. Vielleicht sollte ich mehr essen. Ja, das macht richtig Spaß, ey.
Und da ist mein Ferrat. Hallo. Ja, habt euch lieb? Einmal in die Schnur rein und wieder raus. Ja. Alles kein Problem. Gewusst wie. Der Pirat ist ungefähr mein Windanzeiger. Der sagt mir, jo, das funktioniert heute super. Der steht natürlich auch wirklich wie eine Eins da oben. So, die Matte schön stillhalten. Und runter. Und wieder hoch. Und einmal bitte nach links. In den blauen Himmel rein. Schön oben bleiben. Sehr schön. Ja, der Himmel klart auch wieder auf. Es wird eben schon ein bisschen dunkel. Aber wir haben hier schönes Wetter und viel Wind. Und komische Böen. Naja, bei einer Windstärke von 4 bis 7 BFT, beziehungsweise bei den Böen 4 bis 7, muss man halt mit ein paar Lücken rechnen. Na, wo will der Pirat denn hin? Patsch! Und dann geht der auch direkt wieder hoch. Ja, das ist mal cool. Danke, Pirat. Das hast du prima gemacht. Direkt über mir. Was ist denn jetzt für ein Wind? Ei! Heidewitzka! Zieht er mich weg. Der Schieber dürfte ja schon zu viel Wind sein. Kann nicht mehr, ey. Meine Arme sind schon lang. Aber es ist wie beim Mountainbiken. Wenn ich erstmal im Trail-Modus bin, dann kann ich nicht mehr aufhören. Und hier ist jede Böe wie ein neuer Trail. Das sieht natürlich genial aus, wenn die Sonne da reinscheint in meine rot-weiße Matte.
schimmert so ein bisschen. Das ist aber Ende hier. Arbeit hier, ey. Oh, abgestürzt, aber macht nichts. So, zack, richtet sich doch fast wieder auf. Schauen wir doch mal. Jawohl. Bei so viel Wind brauchen wir da gar nicht zur Matte rennen. Nicht aufgepasst. Boah, der packt aber gut, der Wind. So, da liegt die rot-schwarze Matte. Dann machen wir mal. Auf ein neues. Oh, der Pirat ist auch schon wieder unten. Der hat irgendwie keine Lust mehr. Ja. Na, kriege ich sie hoch oder nicht? Nein, ich kriege sie so nicht hoch. So, Bett wet. Redbett ist auch wieder oben. Allerdings sieht man von der Fledermaus heute nicht viel. Sondern man sieht nur das Rote von innen. Ja, bei der Matte haben sie die Farben ein bisschen falsch gemacht. Das schwarze Muster gehört eigentlich hier in den Innenbereich. Naja, egal.
kommt die Sonne, ey, ist das cool. Dann sieht das natürlich auch schön aus. Träger als die 2 Meter Matte. Diese hier hat ja 2,50 Meter.